Halli, hallo, hallöchen. Zu einer neuen Folge Die Sims 4. So, die Sarah hat ihr Bild fertig gemalt. Verkaufen. So. Ach, wir haben hier nichts mehr zu essen drinne. Abendessen servieren. Wir machen Buntbarsch. Ach, wir haben gar keinen Buntbarsch da. Aber wir machen Fischtacos. Ach, hier hatten wir ja noch was zu essen drin, habe ich gerade gesehen, oder? Nee. Komisch. Wo ist denn der Till? Ach, der war ja joggen. Genau. Jetzt fühlt er sich unwohl. Nach dem Joggen kann er sich jetzt noch mal hier ein bisschen hinsetzen. Es tut mir sehr leid, falls man im Video meine Katze hört. Die hat hier gerade etwas Schmusebedarf. So, die Sarah hat leckeren Fisch gemacht. Unser Till guckt schön Fernsehen. Na, sie träumt schon davon, hier die Teller wieder abzuwaschen. Na, riecht das gut. So. Wenn die Sarah dann fertig ist mit Mampfen, dann geht sie erstmal aufs Klöchen. Wie ein Champion pieseln. Er ist noch glücklich, ja. Wir müssen uns echt eine Dusche kaufen. Aber ich glaube, die passt. Da müsste man dann das Bad ein bisschen größer machen, damit die noch reinpasst. So, er kann ja dann mal das Essen hier im Kühlschrank stellen. Und aufräumen. Wieso können die eigentlich nicht zusammen baden gehen? Das wäre doch auch mal lustig. Wie sieht unser Garten aus? Muss hier wieder irgendwas gemacht werden? Nee. Alles in Ordnung. Ich schaue jetzt mal nach, was der billigste Computer kostet. Esszimmer, Büro. Computer. 800, den können wir uns doch leisten. Da bräuchten wir aber jetzt einen billigen Tisch. Oh, der billigste Tisch kostet ja schon 300. Das ist natürlich doof. Aber wir können ja schon mal den Tisch kaufen. Und den Stuhl dazu. Aber dann nehmen wir so einen Stuhl. So. Wir müssen jetzt nur noch Geld sparen, um uns den billigsten Computer zu kaufen. Für 800, so eine olle Kiste. Ach, er trinkt wieder einen O-Saft. O-Saft. Verspielt.
Die Sarah ist verspielt. Wann werden die eigentlich zum Erwachsenen? Die sind ja jetzt junge Erwachsene. Symbologie. In 68 Tagen. Und er bestimmt dann auch. Ja, genau. Na, da haben sie ja noch ein bisschen Zeit zum Baby machen. So, er kann auch ein bisschen angeln gehen. Angeln gehen. Fang mal die dicken Fische. Ja, ich glaube, in der Morgendämmerung kriegt man ja auch die besten Fische. Sie badet noch? Nö, sie ist fertig mit Baden. Ist hier alles sauber? Ja. So, sie ist müde, deswegen kann sie jetzt schlafen gehen. So. Er angelt fleißig. Welche Angelfähigkeit haben wir jetzt? Angel, Angel, Angel. Wo steht's? Hä? Ach, ich guck bei ihr. Dann kann ich es auch nicht finden. Angeln 3. Till hat einen guten Fang gemacht. Eine Elritze. Gewicht 0,39 Kilo. Wert 6 Simoleons. Was hier nicht alles so rumschwimmt. Ja. Ach, ist Angeln interessant. Ah, jetzt hat er einen kleinen Fisch. Nicht, dass die Angel hier noch reißt. Ih, was hat er denn da? Ih. Zum Glück hat er das wieder reingeworfen. Sah ja aus wie so ein Kopf mit langen Haaren. Irgendwie ruckelt es heute ganz leicht, mein Spiel. Und was das liegt, weiß ich auch noch nicht. So, der Till wird aber auch langsam müde. Dann lassen wir hier seinen Stein noch ausgraben. Und dann kann er sich zu der Sarah mit ins Bettchen legen. Schlafen. Aufhören zu angeln. Na, wo bleibt er denn? Achso, er gräbt ja noch den Stein aus. Da freut er sich wie ein kleines Kind. Hat eine Kapsel ausge. Ah, schon wieder so eine Zeitkapsel bestimmt. Ja, genau. Lass mich raten, wenn wir die öffnen, haben wir bestimmt wieder einen Frosch drin. Das machen wir schnell noch. Huch, halt, stopp. Nein, jetzt geht er ins Bett. Okay, dann machen wir es am nächsten Morgen. Haben wir schon so einen Fisch? Nee. Dann machen wir den jetzt mit da rein. Haben aber auch schon ganz schön Fisch gut verbraucht. Einen hat, 3 Stück hatten wir nur noch drin. Sie steht auf, wenn er ins Bett geht. Na gut, dann können wir mit ihr die Zeitkapsel aufmachen. Öffnen. Oh nee, diesmal ist es ein anderes Vieh. Den stellen wir jetzt hier auf den Tisch. Los, geht da drauf. Och nö. Ich muss mal ins Baumodus. Komm mal her, du Frosch. Du drehst dich mal. Dann stellen wir dich jetzt hier drauf. Und wieso geht der Frosch hier nicht auf den. Na, geht doch. Stellen wir den nämlich da drauf. So. Ach, sie malt von alleine im Bild.
Okay. Schön malen. So müssen die zwei arbeiten. In 2 Stunden muss sie zur Arbeit. Und hat Malerei Fähigkeit 7. Er muss erst in 7 Stunden zur Arbeit, also er hat noch ein bisschen. Lolo. So, ihr kann ja noch schnell einen Orangensaft trinken, bevor sie losgeht. Also unser Haus hat jetzt mittlerweile schon 26.000 Simoleons wert, circa. 50.000 müssen wir kommen. Ach, sie wäscht es auch gleich ab, wie vorbildlich. Da gibt es bestimmt noch mehrere Figuren, die wir so finden können. Er sieht aus wie so ein. Ja, wie so ein Zombie, so in der Art. Was hat der so einen Wert? 25. 20 gewöhnlich? Auch gewöhnlich. Gibt es bestimmt noch seltene. Sie kann auch schnell Zähne putzen. Zähne putzen. So, sie geht wieder zur Arbeit. Ah, diesmal hat sie was anderes an, nicht mehr ihren weißen, komischen Kittel. So, er muss jetzt auch langsam mal aufstehen, weil er muss noch aufs Klo und noch essen. Aber er steht schon auf. Erst gehen wir auf Toilette. Sonst macht er noch ins Höschen. Und dann nehmen wir uns Fischtacos zum Frühstück. Was hat er hier? Einen Sandsack kaufen. Ha, wo wollen wir den denn hier hinstellen? Das mit dem Kristall können wir ja mal anpinnen, weil das sind ja öfters mal so Dinger zum Ausgraben. Wenn die beide arbeiten sind, vielleicht haben wir dann genug Geld, um endlich einen Computer zu kaufen. So, wie viel Uhr? 14 Uhr muss er. Ja, 4 Stunden hat er noch. Ih, unser Waschbecken ist schmutzig. Die alten Dreckschweine. Hier hat sich schon überall der Schimmel abgesetzt. Wäh. Jetzt haben sie wenigstens auch keinen Ketchup mehr stehen, den sie die ganze Zeit anklotzen. Aber die Obstschüssel scheint nicht so interessant zu sein. Die gucken sie nämlich nicht an. Die mögen kein Obst. Die mögen nur Ketchup. Ja. Unwohl, wieso fühlt sie sich unwohl? Enttäuschendes Getränk wegen Trinken. So, ich muss aber bei ihr jetzt mal ein bisschen fleißig arbeiten machen, sonst steigt das ja hier ewig nicht. Das ist ja eh in 2 Stunden weg, steht da. Also ist das ja nicht so schlimm. So durch Zähneputzen. Ah ne, wir säubern das erstmal. Und danach kann er erstmal Zähne putzen. Dadurch geht nämlich die Hygiene bestimmt auch hoch. Weil baden will ich ihn jetzt nicht extra noch schicken. Ja.
Hier ist ja die Dusche abgebildet, das Waschbecken und die Zahnbürste. So, dann mach mal das eklige Becken hier sauber. Ögelhaft. Naja, viel ging die Hygiene nicht hoch. Ach, er macht alleine im Bad Liegestütze. Auch nicht schlecht. Wenn er sich jetzt aber wieder auspowert, fängt er an zu stinken. Nee, nee. Dann setze ich mal lieber hier hin und gucke ein bisschen Sportkanal. Er hat zwar jetzt hier Tagesaufgabe trainieren, hat er zwar noch nicht ganz erledigt, aber bevor er jetzt wieder Sport macht und anfängt rumzustinken. Wieso hat sie eine Klatze? Hallo, Klatze? Rechnung? Nee. Keine Rechnung da. Geht's ihr wieder gut? Nee, immer noch wegen Getränk. 17 Minuten nur noch. 16, 15. Dafür muss ich jetzt aufs Klo. So, Till, was guckst du hier Feines? Boxen? Nee. Sieht eher aus wie Nachrichten und kein Sportkanal. Tischtennis. Er guckt sich nebenbei den Blattfrosch an, obwohl er nicht mehr in die Richtung schaut. Muss, wir quatschen die Aldi jetzt mal hier an. Freundschaftlich vorstellen. Ach, freundlich vorstellen. Nee, wir stellen uns mal lustig vor. Fernseh weg. Los. Till und Elena kennen sich noch nicht. Elena ist glücklich. Ja, wahrscheinlich, weil sie jemanden kennengelernt hat mit einer schönen Haarpracht. Wie stolziert er hier rum? Ein verrückten Planvorschlag. Lass uns eine Burg bauen. Eine große Burg mit blauen Fähnchen. Und ich bin der König. Ja, wavy Splecky. Amush bina gome. Ich geh jetzt ins Bett. Bei dem Reden willst du ins Bett? Trink lieber einen Kaffee, das hält wach. So, unser Till muss bestimmt gleich auch zur Arbeit. Ja, 14 Uhr war das, genau. Jetzt unterhalten sie sich über Kunst. Was ist das für ein Vieh? Ein Lama. Lecker, Lamas, da kann man schönes Fleisch machen, der dann auf dem Müll landet. Und dann singe ich das Mülllied. Müll, 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 Müll. Ich spiele immer Müllspiele. So, Till, du musst gleich zur Arbeit und du stehst hier irgendwie draußen in Unterwäsche. Mit der Elena scheint er sich gut zu verstehen, weil mit den Donnen hat er schon viel mehr gequatscht und die Leiste ist irgendwie ein Stückchen weiter hinten als bei der Elena. So, jetzt musst du aber zur Arbeit. So, los, ab, zack, zack. Arbeiten. Ich muss los. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Getränkeknappheit. Das Spiel fängt bald an, aber die Lieferung des Sportgetränkes Power Gym ist nicht eingetroffen. Soll Till einfach Wasser servieren oder improvisieren? Ich würde Wasser servieren. Gutes altes Wasser rein. Zuverlässig flüssig. Ja, siehst du. So, sie ist schon wieder da.
und wurde nicht befördert, aber das war mir klar. Aber dann kann sie ihr Bild erstmal weitermalen. Und damit ist die Folge auch schon wieder rum. Ich würde mich über Kommentare freuen oder wenn ihr Wünsche habt, einfach alles drunter schreiben. Tschüss!